Jo Leute, Doppelpiece von der Seite, einzeln. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ich mache dieses Video hier, weil ich habe in diesem Jahr noch kein Video gemacht. Und ich weiß, dieses Jahr hat erst 4 Tage, aber es hört sich komisch an, wenn ich sage, ey, ich habe dieses Jahr noch kein Video hochgeladen. Deswegen mache ich das. Zweitens, ich habe seit 2 Wochen kein Video mehr hochgeladen auf YouTube. Die ganzen Leute, die stehen vor einer Wand ohne Informationen. Weißt du, es gibt ja diese Stalker-Wände, wo alles voll ist mit Bildern und irgendwelche kategorischen Einordnungen, womit man einen Menschen identifizieren kann, den man stalkt. Und ihr seid einfach vor einer Wand, die nichts ist, die ist weiß. Ihr wisst nichts von mir. Also die Leute, die hier auf YouTube unterwegs sind, die wissen nichts von mir. Und das ist meine Urplattform, der Ursprung des Ganzen, des Tanzverbots, das Urknall, der Urknall. Ich wurde immer dicker, das ist alles auf YouTube passiert. Und deswegen bin ich einfach informationsverpflichtet euch gegenüber, euch zu sagen, was in meinem Leben abgeht. Weil ich habe hier seit Ewigkeiten nichts hochgeladen und es gibt viele Leute, die keine anderen Plattformen nutzen und die sind einfach abgefuckt von mir, weil ich gebe hier nichts von mir. Ihr denkt einfach, ich bin weg vom Fenster, ich mache gar nichts mehr, aber das stimmt auch nicht. Deswegen möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich hier seit Ewigkeiten sehr, sehr unregelmäßige Videos hochlade. Ich weiß, das war unüblich bei mir, weil ich immer, das müsst ihr selbst für euch entscheiden, aber ich habe immer Content hochgeladen. Ich war auf jeden Fall aktiv gewesen. Das war ich immer gewesen. Und dann kam einmal dieser Schlag und dann bla bla bla. Darüber müssen wir nicht reden. Ich habe mir das mal angeguckt, die letzten 6, 7 Monate habe ich, glaube ich, 14 Heulvideos gemacht. Das hat mich kaputt gemacht, das zu sehen. Habe ich euch das wirklich angetan? Ich meine mal, das bin ich. Und ich argumentiere auch immer damit, das bin ich. In diesen Videos, das bin ich. Ich werde meine Emotionen niemals verstecken, aber trotzdem ist es ja letztendlich anstrengend für Menschen, die halt nur ein Video von mir gucken und mich ja persönlich nicht kennen, immer nur diese Heulvideos zu sehen. Ihr wollt unterhalten werden und nicht so, nee, Freundin verloren, ich habe keine Freundin. Das heißt, Ich will einfach nur euch eine Sache klar machen. Ich bin nicht weg vom Fenster. Ich mache gerade nichts auf YouTube. Ich habe da einfach gerade meinen Down. Ihr wisst, ich bin ein Mensch. Wenn ich auf etwas keinen Bock habe, mache ich es nicht. Ist natürlich richtig schlau als Selbstständiger. So, ist richtig geil. Ich habe keinen Bock, ich mache es einfach nicht. Und dadurch verbaue ich mir einen richtig krass laufenden Channel. Und dieser YouTube-Channel läuft gut. Selbst jetzt, nachdem ich immer nur alle 2, 3 Wochen ein Video hochlade, werden die immer noch sehr, sehr gut dafür aufgerufen. Obwohl ich komplett aus dem Algorithmus, aus allen draußen bin, was mir einfach signalisiert, dass ich wirklich viele Leute habe, die sich für mich interessieren. Und dafür möchte ich euch auch einfach danken, indem ich euch so einen Luftkuss gebe. So, und dadurch, dass wir alle in Anführungszeichen schnelles Internet haben, kommt der Kurs auch ganz schnell bei euch an, obwohl wir alle teilweise 600, 700 Kilometer voneinander entfernt wohnen. Um auf den Punkt der Tatsachen zu kommen, ich bin nicht weg vom Fenster, ich bin da. Ich bin auf verschiedensten Plattformen bin ich aktiv. Ich bin auf Steam aktiv, wo man sehen kann, was ich spiele, was völlig unnötig ist für euch, das zu wissen. Ich bin auf Twitter aktiv, wo ich sehr oft tweete, wo ich sehr oft antworte, wo ich sehr viel mit der Community interagiere. Ich bin sehr oft auf Instagram aktiv, wo ich sehr viel aus meinem privaten Leben poste, wo ich die meiste Zeit eigentlich nur oberkörperfrei irgendwas ungeduscht in die Kamera quatsche, bis ich dann irgendwann duschen gehe und dann mache ich nichts mehr, weil danach poste ich irgendwie nichts mehr. Das ist irgendwie ganz komisch bei mir. Das Wichtigste, der wichtigste Punkt ist der hier, der Ringfinger. Ich bin verhaftet. Nein, vor 2 Wochen noch so, niemand will mich unverheiratet. Nein, der wichtigste Punkt ist am Ringfinger. Und zwar, ich livestreame seit 1,5 Monaten aktiv. Leute, viele, die mich kennen, die wissen, dass ich ein Mensch bin. Ich habe seit 2 Jahren, in 2 Jahren war ich vielleicht 10-mal online und in allen dieser 10 Livestreams habe ich gesagt, ey Leute, das macht so einen übelsten Spaß, ich komme jetzt wieder regelmäßig online. Pff, 1 Monat nicht online. Und die Community hat sich verarscht gefühlt. Und das merke ich auch immer mehr. Ich habe das immer mehr gemerkt, dass sie sich verarscht fühlen. So, die subben rein, die hauen hier ihren 5-Euro-Sub oder ihren Prime-Sub rein, weil die denken jetzt, ja, Mann, das lohnt sich, bei dem Monat reinzugehen und den zu unterstützen. Ich komme einfach nicht mehr online. Und das habe ich viele Male bei euch gemacht. Und es tut mir leid. Und irgendwann bin ich auch selbst zum Entschluss gekommen, euch nicht mehr diese Versprechung zu geben, dass ich jetzt online wieder aktiver werde. Weil dann hat es irgendwie doch nicht mehr geklappt. Weil ich habe diese Überwindung nicht geschafft, einfach auf online zu klicken. Sobald ich online war, war geil. Es hat Spaß gemacht. Aber ich hab's nicht geschafft. Und irgendwann kam dieser Knall. Dieser Piu, Piu, duf, 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 duf. Und ich dachte mir so, Alter. Ich hab Bock. Ich hab angefangen zu streamen. 2 Tage später war ich wieder online. 3 Tage später die ersten Leute schon verwundert. Was ist denn jetzt los? Wieso bist du so aktiv? Und ich hab's immer weitergemacht. Ich bin jetzt in diesem Streaming-Flow drin und ich hab übelst Bock zu streamen. Und da hat sich ein richtig... Ich kann nicht mehr reden. What is my language? Ich habe mir eine richtige Community aufgebaut auf Twitch wieder. Ich habe wieder Leute, ich habe immer wieder dieselben Leute. Es baut sich langsam so ein richtiger Humor um uns herum auf. Und das ist genau das, was ich immer haben wollte. Und ich bin in diesem Flow drin. Ich bin alle 1, 2, maximal 3 Tage bin ich online. Ich bin wieder richtig aktiv. Und das macht mich glücklich.
Und ich will nur, dass ihr wisst, dass ich nicht nichts tue, dass ich nicht da bin. Für die Leute, die auf YouTube sind. Weil ich weiß, viele Leute sind stur, viele Leute haben auch keinen Bock, sich auch noch anderen Seiten anzumelden. Das ist dem viel zu kompliziert. Aber ich will, dass ihr einfach wisst, dass ich auch trotzdem noch da bin. Also, dass man, wenn man eventuell wirklich Bock auf mich hat, mir zuzugucken, wenn man meinen Humor feiert, meine Art und Weise, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, aktuelles Bildmaterial von mir zu sehen. Oh mein Gott, wie hört sich denn das an, als ob ich hier irgendein überkrasser Typ wäre? So will ich das nicht meinen, aber ich weiß, da sind vielleicht die ein oder anderen Leute da draußen bei, die einfach Bock haben, mir zuzugucken. Und ich livestreame sehr, sehr viel. Ich bin alle 2, 3, 4, 1, 2, 3 Tage online und das immer für 6, 7, 8 Stunden. Oder je nachdem, wenn ich mal nicht so viel Bock habe, dann bin ich auch mal nur 2, 3 online. Wie gesagt, das hängt immer damit zusammen, wie sehr auch Bock ich habe. Aber dadurch, ich habe immer gesagt, ich streame nur dann, wenn ich Bock habe. Aber dadurch, dass ich jetzt richtig in diesem Flow drin, in diesem Streaming-Flow drin bin, habe ich immer Bock. Ich habe immer Bock zu streamen. Und ich habe auch Bock, meinen Stream richtig einzustellen. Ich habe Bock, richtige Emotes reinzumachen. Ich habe Bock, richtiges Overlay. Junge, ich habe dieses Overlay, was sich irgendwelche, ein Zuschauer-Streamer runterladen können. Das Overlay wurde 90.000 Mal runtergeladen und wird wahrscheinlich immer noch in 40.000 Streams benutzt. So ein Overlay nutze ich. So, wisst ihr, was ich meine? Und ich habe einfach Bock, das alles zu verändern. Und ich habe auch Bock, dass ich dadurch wieder Bock auf YouTube bekomme. Momentan hängt es noch ein bisschen. Aber wenn ich sehe, wie ihr wieder mit mir auf dieser Plattform interagiert, dann kriege ich auch wieder Bock. Wenn ich sehe, Leute schreiben was, ey, wir haben dich vermisst. Nee, ich will jetzt gar nicht, dass ihr sowas schreibt, Mann, Alter. Ich bin irgendein YouTuber von 10.000, Mann, das weiß ich doch selbst. Das weiß ich doch selbst. Ich bin einer von 50 Leuten, die ihr in der Abo-Liste habt. Ich will mich ja gar nicht so darstellen, als ob ich ein Gott wäre, Mann. Ihr guckt es und dann hat es sich wieder erledigt. Dann guckt ihr jemand anderen. Dann guckt ihr euch bei Monta an, wie er Kaido streichelt. So, wisst ihr, so ist das Leben, Mann. Das ist dieses Unterhaltungsbusiness. Das weiß ich doch selbst. Ja, ich will nur, dass ihr wisst, dass es mir gerade gut geht. Ich bin glücklich. Ich bin sehr ausgewogen. Natürlich hänge ich gerade sehr viel zu Hause. Das nervt mich ein bisschen. Man kann draußen nichts machen. Aber das geht uns allen ja genauso. Aber ich versuche, das Beste aus der Situation zu machen. Ich habe einen wunderbaren Menschen kennengelernt, der mich irgendwie glücklich macht, obwohl wir uns eigentlich nur erst kennengelernt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das im Stream gesehen habt. Aber es macht mich glücklich, einfach nur diese Person kennengelernt zu haben. Völlig bewertungsfrei. Ich habe diese Person kennengelernt und das macht mich glücklich. Ich habe meine Wohnung ist seit 3 Wochen oder so permanent aufgeräumt. Ich hole jeden Tag den Müllsack und packe alles ein. Und wenn ich Wäsche habe, dann kommt die auf den Müllsack. Ich wasche meine Wäsche, das ist immer weniger, dass hier dieser... Ich habe hier, das ist mein einziger unordentlicher Punkt in der Wohnung. Meine Küche ist aufgeräumt. Ich hatte hier Besuch gehabt und mit diesem... Der Besuch hat mich dazu motiviert, die Küche aufzuräumen. Gut, der Besuch hat das meiste gemacht, was mir irgendwie ein bisschen unangenehm war. Aber ich habe auch noch was gemacht. Meine Küche ist aufgeräumt, meine Wohnung ist komplett aufgeräumt und das macht mich glücklich. Dieser Wäscheberg, der hier im Hintergrund, den kann man hier sehen. Das ist so mein Schlafzimmer. Hier ist noch so ein Wäscheberg. Da habe ich alles zusammengetragen, was noch gewaschen werden muss. Ich habe eine relativ kleine Waschmaschine, deswegen dauert das ein wenig. Ich habe auch keinen richtigen Kleiderschrank. Ich habe nur diese Einsteckdinger. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe keinen so großen Kleiderschrank mit riesen Spiegel, sondern diese Amazon-Dinger, diese Sonics-Dinger, die man so zusammenstecken kann. YouTube-Money. Nein, ich will einfach nur wissen, ich will einfach nur, dass ihr wisst, dass es mir gut geht. Nach diesen ganzen Heulvideos. Ich will keine Heulvideos machen. Ich will es nicht mehr. Mann, ich habe 13 oder 14 Heulvideos gemacht. Und ihr habt es ertragen. Natürlich haben mich Leute deabonniert. Aber so viele 100.000 haben diese Videos gesehen und ihr habt mir immer so seelischen Beistand gegeben. Bei meinem letzten Video, wie viele hunderte Leute mir geschrieben haben, wie viele hunderte Leute sich so viel Zeit genommen haben, um mir zu helfen. Das ist so nett und das ist so süß. Und es tut mir so unglaublich leid, dass ich nicht auf jedes Video reagieren konnte, auf jeden Kommentar reagieren konnte, weil das zu viel wurde. Darauf konnte ich als einzelner Mensch gar nicht reagieren. Das ist so krank, aber wie viele Leute, die mich eigentlich gar nicht kennen, also so wie viele Menschen sich einfach Zeit nehmen, mir zu schreiben, die teilweise 10, 15 Minuten lang Text schreiben, um mir zu helfen, das ist so süß und das ist so nett. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr in dieser schweren Zeit bei mir wart. Und ich glaube, jetzt ist wirklich der Punkt, wo ich nicht einfach nur so einen euphorischen Moment habe, jetzt ist der Punkt, wo endlich langsam alles wieder anfängt anzulaufen. Und ich meine nicht dieses Sportzeug oder so, sondern ich meine einfach meinen geistigen Zustand. Den meine ich. Dieses Sportding, das ist ein anderes Thema. Ja, aber das ist das Wichtigste, dass ich kopftechnisch wieder auf ein gutes Level komme. Und ich habe gerade ein sehr gutes Gefühl bei der Sache. Alleine durch den Stream, durch diese Produktivität, die ich ja dort dann auch abliefer. So dieses Nicht-Alleine-Sein, das ist auch geil. Du bist alleine in deiner Wohnung, aber du bist auch irgendwie nicht alleine, weil Leute gucken dir zu und du kannst mit ihnen interagieren und das ist geil. Na gut, Leute. Ich wollte euch nur kurz diese Information geben. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins Jahr 2021 zu Hause und hoffentlich nicht draußen mit Böllern. Ja.
Dankeschön, mir geht's gut. Ich will, dass ihr wisst, dass es mir gut geht und ich aktiv bin auf Plattformen, die ich euch unten verlinken werde. Dankeschön. Bis zum nächsten Video, hoffentlich nicht in 54 Wochen. Und haut rein.